Arena live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch, wirklich kritisch. Fellner live. So, wir sind vom Fellner Live-Studio ins K47 über den Dächern von Wien übersiedelt. Dort ist heute ein besonderer Tag, denn dort wurde die erste Trachtenkollektion von Andreas Gabalier präsentiert. Das ist eine Kollektion, die der Otto-Versand auf den Markt bringt. Harald Gutschi, danke, dass Sie Zeit haben für das Interview. Er ist der Chef von Otto und auch der Chef von UNITO, der Dachgesellschaft von dem Ganzen. Und Andreas Gabalier, danke, dass du ein paar Minuten Zeit nimmst für Fellner Live. Und die erste Frage an dich natürlich: Wie kommst du auf die Idee, eine Trachtenkollektion zu machen, die ja alle deine Slogans und auch ein bisschen deine ganze CI transportiert, für die Fans, nehme ich an? Ja, natürlich. Wir haben das große Glück, im gesamten deutschsprachigen Raum Musik machen zu dürfen, spielen dieses Jahr in 15 Stadien und haben uns da in den vergangenen Jahren das Publikum auch wirklich so weit zurechtgerückt, hätte jetzt vielleicht falsch klingen, aber wir haben das Glück gehabt, dass diese Konzerte begleitet worden sind von viel Tracht im ähnlichen flippigen Gewand, so ganz nach dem Motto, dabei sein ist alles. Das hat diesen großen Shows noch einen wunderschönen Zusatzflair eigentlich immer verliehen. Weil immer das Volksrock'n'Roller-Image dabei war, ne? Genau, ja. Weil sie die Leute herausputzen, wieder mal fesch machen, und das ist eigentlich sehr nahegelegen, dass wir da jetzt endlich, ja wirklich, da mal angefangen haben zu plaudern mit einer lieben Firma vor der Haustüre in der steirischen Landeshauptstadt und da an ersten Teilen begonnen haben zu arbeiten vor einem Jahr. Und der Harald Gutschi ist wie auf die Idee gekommen? Ich meine, Sie sind ja einer der Haupttrachtenvermarkter, kann man sagen, über den Otto-Versand generell. Und das Interessante ist ja, Sie treffen jetzt ja genau den Punkt, denn im Mai geht es immer los, und das ist jetzt ja ein, wie sagt man, Doppelschlag, weil erstens im Mai geht die Trachtensaison los, aber noch wichtiger, im Mai geht jetzt ja auch die Andreas Gabalier Tour los mit einem Riesenstadionkonzert nach dem anderen. Aber darüber nachher gleich mehr. Herr Gutschi, wie kommt man mit dem Andreas Gabalier ins Gespräch und wie kann man ihn überreden, sowas zu machen? Graz ist eine schöne Stadt. Der Andreas Gabalier hat eine Fangemeinschaft, die ist unglaublich. Er hat am Montag ein Facebook-Posting gemacht und unsere Server sind heiß gelaufen. Ja. Und diese treuen, loyalen, aktiven Fans mit einer Kollektion von ihm zu bedienen, ist etwas Großartiges. Und wir sind wirklich froh, dass er sich auch so aktiv eingebracht hat in die Kollektion. Das spüren, glaube ich, seine Fans. Wir haben auch noch 1 Million Otto-Kundinnen in Österreich, vertreiben die Kollektion in, sagen wir, fast ganz Europa. Das ist eine Win-Win-Situation für alle, für die Fans von ihm, aber besonders, weil da geht 1 Million Menschen zu seinen Konzerten und die wollen seine Ware spüren, seine Persönlichkeit spüren, und deshalb kaufen sie die Ware. Ja, vor allem die Volksrock'n'Roller, die CI spüren. Ne? Die CI und spüren. Und die Idee ist, dass das mit Dirndln und so weiter, ich meine, die Leute sind immer mit Dirndln zu dir gekommen, aber jetzt kann man sie sozusagen bei dir erster Hand erwerben. Ja? Ja, es war mir schon Anliegen, dass man da viele Slogans, viele Songtitel irgendwo auch mit in die Wäsche einbringt. Um das auch so. Du hast dich selber eingebracht in das Ganze. Wir haben 6 Sitzungen gehabt in Otto, im Headquarter in Graz, und dort haben wir Stoffe ausgesucht. Es war mir ein Anliegen, dass wir dieses Gewand auch möglichst wertig produzieren, wenn auch für die Masse, dass man sehr wohl auch dahinter stehen kann, dass es einfach sehr viel von mir auch beinhaltet, dass es aber nicht nur Fanartikel werden in erster Linie, sondern auch wirklich eine schöne Kollektion, die man vielleicht auch fernab der Konzerte tragen kann. Und ich glaube, dass das in gemeinsamer Zusammenarbeit ganz gut geht. Also meine Mitarbeiterinnen und Einkäuferinnen hat er ab und zu auch zur Weißglut gebracht, aber ich glaube, das, ja, weil er hat Artikel da. Die stehen normalerweise eher für Selfies. Nein, einer ist gekommen und hat gesagt, wir haben den Artikel schon bestellt und er wollte ihn in der Kollektion nicht haben und dafür einen anderen, und sie kann das bis meine beschaffen, und sie hat es aber trotzdem zusammengebracht. Aber ich glaube,
das merken seine Fans, dass er sich selber eingebracht hat und dass er ein Stück seiner individuellen Persönlichkeit in der Kollektion hat. Wir sprechen, weil das Ganze ist ja ein Riesending, wir sprechen von wie vielen Artikeln? Wir haben jetzt 50.000 Artikel auf Lager. Mhm. Heute wie viele verschiedene Modelle sind 61 das? Modelle. 61? Ja, und heute am Abend, wenn ich ins Büro komme, müssen wir Server nachkaufen, weil wenn es eine Tour startet, werden unsere Homepages richtig heiß laufen und wir müssen Ware nachbestellen. Die ersten Artikel sind schon de facto weg. Mhm. Und heute hat er ein Facebook-Posting der Präsentation gemacht und auch da wieder in 24 Minuten 20.000 Fans. Du hast derzeit wie viele Facebook-Fans? Schon über 500? Immer knapp eine Million, ja. Eine Million schon? Das heißt, das ist seit den Olympiastadion-Konzerten so explodiert. Ja, genau. Ja? Genial. Große Anhänger. Ja. Weil das letzte Mal, wie wir geredet haben, war es bei 560.000 oder so. Die sind aktiv, das ist es. Also sind sehr gut. Da sind jetzt natürlich auch wahnsinnig viel Bundesdeutsche dabei, nicht? Weil von München her, Bayern, diese Fangruppe. Also es gibt 60 Artikel, die man bestellen kann, die kosten ab wie viel? Was kostet der Dirndl zum Beispiel? Wie die Dirndl sind alle in mittleren Preisklassen, die kosten 170, 200 Euro, also ist wirklich leistbar, Top-Qualität, wertige Ausstrahlung, kein Discount. Ja. Also so, wo man wirklich sagt, was ganz Schönes und mittlere Preislagen. Also in dieser Dimension bewegt sich das. T-Shirts kosten 40, 50 Euro, alle extra bedruckt, werden in Deutschland sogar bedruckt. Sind also alles Volksrock'n'Roller-T-Shirts oder sind da auch andere dabei? Andere auch. Ja. Dann gibt es jede Menge Trachtenhemden, habe ich gesehen. Eine wunderschöne Lederjacke in Rot. Ich nehme an, das ist dein Lieblingsstück. Diese Lederjacke, oder was ist dein besonderes Anliegen an der Kollektion? Ich bin selber ein großer Hemdenträger, eigentlich auch in der Freizeit. Das ist eigentlich genau das, was wir auch einfließen haben lassen. Es war mir Anliegen, dass wir, ich krebs vor den Konzerten ganz gerne auch in Sporthosen herum. Beim Soundcheck und so weiter, beim Sport, in den Hotels, den ganzen Tag eigentlich immer gerne in kurzen Hosen. Und das haben wir versucht auch irgendwo zu vereinen. Cool. Es gibt viele Stücke daraus, die. Lederhose auch dabei? Lederhose auch dabei. Also auch der Lederhoseneffekt ist gegeben. Natürlich. Für die Tour. Und jetzt gibt es zwei Aspekte, die man nicht ganz außer Acht lassen sollte. Der eine ist, du trittst jetzt in Konkurrenz zur Silvia. Denn seine Freundin, die Silvia Schneider, ist ja auch mit einer Dirndl-Kollektion unterwegs. Das heißt, es wird ja ein bisschen ein familieninternes Match. Nein, das gibt es nicht. Wobei du es beim Vertrieb natürlich ein bisschen leichter hast, würde ich mal sagen, mit Otto im Hintergrund. Ich glaube auch. Ich glaube, es ist Platz genug für alle da, nicht nur in der Familie, auch im ganzen Land. Auch im Dirndl-Geschäft. Auch im Dirndl-Geschäft. Es hat mich auf jeden Fall gefreut, dass man in den vergangenen Jahren davon sehr vielen Trachtenproduzenten immer viel Zuspruch bekommen hat, großes Lob, dass einfach sehr viele Leute am Tag in die Geschäfte spazieren und sagen, sie gehen zum Andreas Cavalier aufs Konzert, sie brauchen irgendein Stückerl, um dabei zu sein. Und das kann man sich jetzt ja ganz leicht online bestellen, denn man muss ja sagen, Otto ist ja führend im Online-Versand. Und das kann man jetzt natürlich ganz leicht, ich nehme an, unter otto.at oder Otto-Versand.at. Versand.at, genau. Läuft es und kann man das bestellen, aussuchen und bestellen. Genau. Andreas, wie schaut es mit den Konzerten aus? Wann startet das erste und das Ganze wird ja seinen Höhepunkt, glaube ich, im Wiener Stadion finden. Ne? So ist es, ja. Wo der Höhepunkt wirklich liegt, wird man sehen. Der Abschluss wird auf jeden Fall im Ernst-Happel-Stadion in Wien sein. Wir haben jetzt auch die Bühne. Wann geht's los, Andreas? Die Bühne gedreht. Wir starten jetzt am 25. Mai in Bruneck in Südtirol. Haben dieses Konzert bereits zum dritten Mal verlegen müssen aufgrund des großen Andranges. Das war eines dieser 5 Zusatzkonzerte, denn ursprünglich wollten wir 10 Stadionkonzerte für 10 Jahre Andreas Cavalier machen. Die waren zum größten Teil im Oktober vergangenen Jahres ausverkauft, sodass wir mit 5 Zusatzshows noch an den Start gegangen sind und spielen jetzt eigentlich durch mit einer kurzen 3-wöchigen Sommerpause nach der Starnacht am Wörthersee bis am 31. August. Das heißt, es ist eine Riesentournee von Stadion zu Stadion. Genau, wir spielen mehr oder weniger ausschließlich samstags, weil wir 5 Tage für den Aufbau dieser enormen Bühne brauchen, weil wir aufgrund meiner Ticketpreise auch nur eine Bühne haben.
Und da ist die Vorfreude. Weil deine Ticketpreise bewusst so nieder angesetzt sind, dass du nicht so viel technischen Aufwand betreiben wirst, weil sonst müsstest du das Doppelte verlangen. Es sind ganz bestimmt die günstigsten Stadienkarten, die es von Künstlern gibt, glaube ich. Gesehen, in Wien kriegt man einiges schon um 40 Euro, ne? Da geht es ungefähr los, glaube ich. Ab 50 Euro geht es los. Euro. Oder ist es losgegangen? Wien ist jetzt wirklich ziemlich voll. Auch Wien wird ausverkauft sein, gibt es überhaupt keine Diskussion. Also alles wird ausverkauft sein. Spielst du noch einmal München auch? Oder? Wir sind am 15. Juni im Olympiastadion. Schon wieder? Vierten Mal zu Gast. Dieses Konzert ist leider oder Gott sei Dank seit Monaten ausverkauft. Das heißt, da könntest du jetzt ja eigentlich ein zweites Olympiastadion spielen mittlerweile. Das hättest du ja beim ersten Mal, kann mich noch gut ans erste Mal erinnern, nicht träumen lassen, oder? Ja. Ja, aber es wäre ein zweites Mal eigentlich möglich mittlerweile. Hätte funktioniert, aber ich sage, solche Highlights im Leben spielt man vielleicht dann doch lieber wieder mal, als man quetscht die Zitrone so im Moment bis zum letzten geht nicht mehr aus. Das sind große Highlights im Leben. Also das wird, wie du schon gesagt hast, mehrere Highlights sein. Erstens einmal der Start in Südtirol ist ein Highlight, nehme ich an. Dann das Olympiastadion ist natürlich ein Highlight, weil wer das erlebt hat, ich war ja einmal dabei, ist unglaublich. Dann das Wiener Happelstadion ist ein Highlight, weil es zum ersten Mal nicht. Stadthalle hast du ja schon mehrfach niedergerockt, aber Happelstadion ist neu. Und was sind noch so Stadion-Highlights auf der Tour? Wir dürfen in Berlin gleich zweimal zu Gast sein, im hohen Nordosten, wenn man so will. Da, wo man gar nicht meinen möchte, dass der Andrang so groß ist. Spielst du Waldbühne oder was? Überhaupt eine Doppelshow. Diese legendäre Waldbühne. Genau. 50.000 Besucher spielen gleich zweimal. Wir sind im HSV-Stadion in Hamburg. Wir sind in Gelsenkirchen auf Schalke. Das wird die größte Show des Sommers. Wahnsinn. Ja. Wir starten in Frankfurt dann in Deutschland am 1. Juni. Eine Million Zuschauer, hat der Herr Gutsche schon gesagt. Ist vorweggenommen. In Nürnberg, in Stuttgart, in München, in Frankfurt, in Gelsenkirchen. Jetzt muss man natürlich sagen, und ich ziehe da alle Hüte, die ich nur ziehen kann, die größte Tour, die ein Österreicher je gemacht hat. Mit Abstand. Ja, mit Abstand, glaube ich. Also, es sind aber ein paar Fakten und Zahlen, die jetzt, glaube ich, wirklich aufliegen, über die man sich freuen darf. Das ist noch dazu im 10. Jubiläumsjahr jetzt auch so gefühlt am Zenit. Ja. Also der Andrang auf die Tickets, der war seit Monaten enorm, pendelt sich jetzt ein, weil es eigentlich dort und da nur noch Restkarten gibt und das ist schon sehr, sehr groß. Wie fühlst du dich, wenn du das spürst? Weil das ist ja doch unglaublich. Boah, wirklich und du bist so ganz am Boden geblieben, ganz einfach bescheiden geblieben, trotz allem. Das ist ja das Tolle an der Sache. Man ist bis kurz vor Konzertbeginn eigentlich sehr entspannt. Es sind immer ein Haufen Freunde mit Familie, Verwandtschaft. Ich nehme mir die nötige Zeit am Konzerttag zum Sport machen, für Mittagsschlaf, für ordentliches Essen. Ich wärme mich auf vor der Show, ich trinke ein kleines Glas Bier, weil ich sage, der Gastgeber, der Grillmeister sollte nicht im Trockenen sitzen müssen, um diese Lebenshighlights auch ein bisschen zu genießen. Und die Nervosität, die setzt oft erst ein paar Minuten vor der Show ein, wenn man dann aus diesen Katakomben dieser großen Stadien Richtung Bühne spaziert. Und alle Feuerzeuge brennen. Dieses befüllte Stadion dann sieht, da kriegt man schon ein bisschen butterweiche Knie. Muss vielleicht noch zwei, drei Klimmzüge machen hinter der Bühne, um das Adrenalin noch mal ein bisschen abzubauen. Und dann, ja, legt sich ja Gott sei Dank, zumindest hat sich es bis dato wirklich mit den ersten Schritten auf die Bühne immer gelegt. Und wie sehr ärgert es dich dann, wenn du 1 Million Fans hast, die auf jedes Facebook-Posting etc. euphorisch reagieren und dann treten in Graz Idioten auf und sagen, Hula Balu darf nicht gespielt werden, weil es frauenfeindlich ist? Das ist in den letzten Monaten leider ein bisschen so zur Mode geworden, ja? dass dieser kleine Randgruppen-Gegenwind da ganz gern mit Argumenten auffährt, die meines Zeichens einfach nicht gerechtfertigt sind. Ich glaube nicht, dass ich ganz so ein verkehrter Kerl bin. Na, nur dazu, weil man weiß, dass 70% Frauen bei deinen Konzerten also sind, wenn man dort schon einmal war. Ich glaube, und das hat der lieber Freund von mir, Arnold Schwarzenegger, auch schon vor Jahren gesagt, Buh, du wirst einfach ein bisschen zu groß für dieses kleine Land und der Neid ist in Österreich leider ein Hund, weil mit dem musst du lernen, umzugehen. Rule number 4 sagt, don't listen to the naysayers. Und
Tja, manchmal denkt man sich, es ist traurig, es ist schade, es müsste nicht sein. Wenn es dann doch so ist, dann muss man halt auch mal ein bisschen in die Bresche springen für dieses große Publikum, dem man Freude schenkt. Man ist mittlerweile wirklich ein sehr großer Wirtschaftsfaktor. Wir geben sehr viele Arbeitsplätze, wir haben für den Tourismus da. Aber ist es wirklich gefunden. Der Neid, Andreas, oder ist es politischer Schwachsinn? Ich glaub, in dem Fall war es ja eigentlich politischer Schwachsinn. Das war jetzt, glaube ich, wirklich absolut daneben, hätte wirklich nicht sein müssen. Es ist für mich aber schon wieder Schnee von vorgestern. Und ich bin weder nachtragend noch sonst was. Ich finde es nur manchmal traurig, dass man der heutigen Zeit ein bisschen so diesen Grundrespekt voreinander, vor Leistung vielleicht auch verloren hat und ganz gerne mal auf alles ein bisschen einwettert, was der eigenen Anschauung nicht entspricht. Und das hat mir wirklich gefreut, dass da auch unser Bundeskanzler mal ein kleines Posting dazu abgegeben hat. War schön, oder? Der ist jetzt für mich in die Bresche gesprungen. Ja, aber war dass wichtig. Er es wirklich sehr, sehr neutral formuliert hat. Ja. Es wäre einfach schön, glaube ich, und erstrebenswert, das Land wieder ein bisschen mehr zueinander zu bringen. Und das ist sicherlich Aufgabe der Politik, glaube ich, in Zukunft auch ein bisschen mehr wieder miteinander zu regieren und nicht gar so wütend gegeneinander. Und was entgegnest du so einem Schwachkopf, der sagt, das ist frauenfeindlich? Gar nichts mehr. Weißt du, irgendwann einmal mag man es ja auch nicht mehr rechtfertigen. Man hat zu sehr vielen Themen in den vergangenen Jahren sehr viel gesagt. Die Vorwürfe sind immer wieder dieselben, schweifen dort und da ein bisschen aus. Aber irgendwann hat man es eigentlich auch nicht mehr wirklich notwendig. Wir schenken einem Millionenpublikum Freude, auf die muss man sich besonnen. Und irgendwann muss man das auch für sich selber vielleicht einmal lernen, dass man das bisschen Gegenwind in Relation gesetzt zu so einer Masse, die man begeistert, vielleicht auch einmal mit Ignoranz strafen sollte. Danke, Andreas. Dankeschön. Danke für die Zeit, danke, Herr Gutsch. Danke auch für die Kollektion, muss ich sagen, weil die natürlich diese Konzerte noch einmal befeuern wird. Nicht? Weil das heißt, großes ja, da kann ja überhaupt niemand mehr. Da kann überhaupt niemand mehr ohne Tracht kommen diesmal eigentlich. Wahrscheinlich. Also diesmal kommen wir mal zu einer 100% Trachtenausstattung. In dem Sinn, Andreas, alles Gute für die Tour. Dankeschön. Danke für die Interviews. Und wir wechseln jetzt vom K47 ins Sozialministerium. Dort wartet die Ministerin der Herzen.